Mein Name ist Franziska Pohlmann, ich bin Filmregisseurin und in der zweiten Staffel unterwegs, gemeinsam mit der Gründerplattform 10 Unternehmerinnen auf dem Weg zum eigenen Business zu begleiten. In dieser Folge seht ihr die Gründerinnen von Plants Energy, Oxivit und von Feosynt, wie sie von Coworking Spaces hin zur Produktentwicklung auf verschiedensten Wegen die Wochen erlebt haben. Ich bin Steffi, ich bin Elektroingenieurin und lebe in Bielefeld und gemeinsam mit Philipp, mit unserem Unternehmen Plants Energy, treiben wir die Energiewende im Mittelstand voran. Wir haben heute Morgen die Gründerplattform kennengelernt. Die war wie bisher auch, die habe ich noch nicht genutzt, ich war registriertes Mitglied. Also es hat mich überrascht, wie viel Content sie dann doch schon haben auf dieser Plattform, weil ich war halt drauf und habe den nicht unbedingt gefunden. Darf ich hier mitreden? Ja, klar. Ah, okay. Ich will nämlich immer was sagen. Ja. Ich auch. Ich war völlig überrascht, wie viel die schon da. Und ich habe ja am Anfang direkt gesagt, Finanzierung, ich brauche da mehr Überblick. Und dann sind die auch bei Thema Finanzierung gewesen. Hast du gesehen, was die da alles aufgelistet haben? Wichtig. Für uns ist ganz, ganz wichtig, uns als Marke zu platzieren und uns zu differenzieren, weil wir wirklich was anderes haben. Mhm. Und das hat ja nochmal durch externes Fragen gut rausgearbeitet, weil im täglichen Doing vergisst man das ganz oft, weil man so sehr in seiner Arbeit steckt. Ich finde, so eine externe Perspektive hilft immer so ungemein, weil man selber in so einer Bubble steckt, ne? Komplett. Also man ist ja komplett in seinem gefangen. Ich sowieso schon seit Jahren im gleichen Thema. Dann sind wir diese Woche noch in unser Büro eingezogen. Das war super. Und wir waren auch noch bei der Wege der Wirtschaftsförderung in Bielefeld und haben erfahren, was es dort für coole Möglichkeiten für Förderung gibt. Das hätten wir auch nicht gewusst, ohne dass wir vernetzt worden wären. Von daher ist das großartig gelaufen. Es ist Sonntagabend, ich bin stark genervt. Es ist kurz nach 7 und ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie meine Technik in Gang zu bekommen. Es läuft auch immer noch nicht ganz rund. Zwischendrin war mein ganzes Videomaterial weg von der Woche. Und da habe ich natürlich mein Leid geklagt bei den Mitstreiterinnen von CreateF. Überwiegend bei Steffi von Feosynt. Und als ich mein Problem behoben habe, da habe ich ihr natürlich Bescheid gegeben. Und die empathische Antwort, die teile ich doch mal ganz gerne jetzt. Steffi, du Perle, ich dreh durch. Danke, dass du mich beruhigst. Ich habe mir schon solche Sorgen um dich gemacht. Das ist der Wahnsinn. Ich bin wie so ein aufgeregtes Hühnchen hin und her gelaufen, ganze 2 Stunden, weil ich nur an dich gedacht habe, ob du das Problem gelöst bekommst. Okay, nice, nice. Selbstverständlich habe ich das Problem gelöst bekommen. Also schöne Grüße an Steffi von Feosynt. Guten Morgen, ich stehe gerade an der Bushaltestelle auf dem Weg nach Hannover. Es ist Vorlesungszeit. Ich mache nebenbei noch ein MBA. Und das war gestern schon, am Freitag, nach den 3 anstrengenden, aber wundervollen CreateF-Tagen. Habe ich versucht, Freitagvormittag noch ein paar Termine wahrzunehmen. Freue mich heute im Hafen zu sein in Hannover. Dort haben wir die wundervolle Vorlesung Vertrieb und Marketing. Ich fahre mit langfristig. Die zeitliche Betrachtung. Ihr seid ja keine Werbefilmer. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt texten. Bitte? Ist das dein Salat? Ja, hat der Hund ihn gegessen? Ja. Seppel, hast du meinen Salat gegessen? Ja, da würde ich auch schnell weggehen. Hallo, ich bin Oksana von Oxifit und ich möchte die menschliche Bewegungsenergie in Strom umwandeln. Ich habe die Katrin gefunden. Katrin ist eine gute Freundin von mir und wir gehen gerade spazieren, was wir eigentlich ziemlich regelmäßig machen. Stimmt. Also seit Corona? Seit Corona sehr intensiv, bei Regen und Sturm. Also heute ist kein Regen und kein Sturm, aber Katrin war eigentlich die erste Person, der ich von meiner Idee erzählt habe. Ja. Also von dem Produkt Oxifit, den Namen gab es da noch nicht, aber die Idee hat sie approved und dann bin ich weitergegangen. Du machst ja auch was mit Energie in deinem täglichen Leben. War wahrscheinlich auch unbewusst meine Inspiration. Ja, ich bin Feuer und Flamme für erneuerbare Energien. Und was ist
Was ist so toll erneuerbar wie menschliche Bewegung? Ja. Ich bin gerade zu Hause und sortiere meine Zeitschriften. Ich abonniere seit, ich weiß nicht, 1,5 Jahren MIT Technology Review und habe eine neueste Ausgabe bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, wie viele habe ich, wo habe ich Platz dafür und so weiter und so fort. Und mir ist eigentlich aufgefallen, wie präsent das Thema Energie ist, denn die Energie ist in aller Munde. Und man spricht von Solarenergie, man spricht von Windenergie, man spricht sogar von der geothermischen Energie. Wo kommt die Energie in Zukunft her, auch MIT? Und in der neuesten Ausgabe von MIT, da gab es sogar irgendwas über Bienen, was ich auch spannend fand. Geladene Bienenschwärme können durch Flügelschlagen elektrische Feldstärke erzeugen. Spannend, aber was man sehr selten sieht, also in der letzten Zeit habe ich es gar nicht gesehen, in diesen populären Zeitschriften, man spricht nicht über die körperliche, menschliche Energie. Was ich sehr schade finde, weil wir haben da eigentlich ein großes Potenzial. Ja. Frauen vor, wie Wissenschafts- und Tech-Branche weiblicher und innovativer wird. Das Thema plus Energie, menschliche Körperenergie, ist gleich OxyFit. Tschüssi. Ich bin auf der Arbeit. Ich habe gestern den ganzen Tag gearbeitet, ziemlich lange eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit momentan für mein Unternehmen und mein Unternehmen voranzutreiben. Ich habe News. Ich habe mit meinem Chef gesprochen über die 4-Tage-Woche und ich habe sie bekommen. Ab März leider. Ich muss mich noch ein bisschen gedulden, aber ab März habe ich einen Tag mehr, um mich um OxyFit und mein Startup zu kümmern. Den ersten veganen Schwangerschaftstest auf den Markt bringen. Und heute ist Montag. Unsere Woche startete direkt mit einem Termin mit einer Marketingagentur, weil wir dringend Experten brauchen im Bereich Logo und Corporate Identity. Genau, unser Logo, könnt ihr einmal hier sehen, ist vor knapp 2 Jahren entstanden und da waren wir noch etwas wissenschaftlicher unterwegs und wollten einfach nur vegane Antikörper verkaufen. Inzwischen liegt der Fokus auf einem ganzen Produkt, das heißt dem veganen Schwangerschaftstest. Und da können wir uns nicht mehr so ganz mit dem Logo identifizieren. Ich liebe es ja, wenn wir gemeinsam mit Leuten arbeiten, die den gleichen Drive und die gleiche Einstellung haben wie wir. Genau. Wir befinden uns gerade in den Räumlichkeiten unseres Inkubators. Wir sind ja Teil von BioIntelligence. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie unser Coworking Space hier ausschaut. Kommt mal mit. Ja, hier seht ihr den Coworking Space. Er ist wirklich riesig und super gut aufgestellt. Man kann hier als Team total gut zusammenarbeiten. Es ist echt schön und groß hier. Und wir nutzen diese Räume tatsächlich für Business-Termine, wie beispielsweise mit der Marketingagentur oder als wir noch vor ein paar Wochen unsere Produktdesignerin hatten, die uns den Schwangerschaftstest konzipiert hat, haben wir hier uns ausgebreitet, damit wir viel, viel Raum brauchen, ne, für unsere kreativen Ideen. Hi, wie ihr sehen konntet, hatten wir gestern viel Spaß auf der Arbeit. Also wir sitzen nicht nur vom Laptop, sondern springen vielleicht auch mal ein bisschen umher. Heute haben wir mal wieder uns mit mehreren Teamkollegen getroffen und sitzen hier noch ein bisschen und Steffi und ich arbeiten noch für 2 weiter. Hi, ich bin Steffi von Feosint und ich bin auch Mama, wie man sieht, von der 2-jährigen Elaya hier. Ich habe noch einen Sohn, der ist 5, der ist gerade beim Nachbarskind. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, dass wir GründerInnen diese Woche 3 Tage lang in Hamburg waren. Und was waren das für grandiose Tage. Ich bin beeindruckt und beseelt von diesen wundervollen Frauen mit ihren großen Persönlichkeiten und faszinierenden Ideen. Neben all meinen Emotionen möchte ich aber auch erzählen, was in diesen 3 Tagen alles passiert ist. Der erste Tag startete direkt mit der Videoaufzeichnung. Wer wir sind, was wir machen, was uns bewegt. Das war das erste Mal, dass ich
vor einer Kamera ganz professionell stand und ich habe zero knowledge, zero Erfahrung, wie sowas funktioniert. Und ich war so nervös, dass meine Lippe die ganze Zeit gezuckt hat. Und ich hoffe, dass man das in der Videoaufzeichnung nicht so sehr sieht. Also wirklich mein Kindheits-Ich drin ist ausgeflippt. Und ich habe gehofft, oder ich hoffe, dass man das äußerlich nicht so ganz sieht. Aber okay. Guten Morgen. Ich bin Steffi von Plants Energy und es ist Montagmorgen, Mittag, sorry, und ich ziehe ins neue Büro ein. Mein ganzer Kram ist hier und ich warte jetzt auf Philipp, meinen Mitgründer, der mich netterweise abholt, damit ich das nicht schleppen muss. Ja, so sieht das aus, wenn ich umziehe, sehr chaotisch, ich schmeiße alles in die Tüte. Wie gesagt, netterweise, Philipp hat mich abgeholt. Und dann konnten wir uns auf den Weg machen zu unserem Kunden nach Wiesbaden. Wir fuhren durch das schöne und schneereiche Sauerland und machten unsere obligatorische Ladepause. Und dann ging es auch schon zum Kunden und das Gespräch verlief sehr erfolgreich. Hallo, hier ist Steffi von Plants Energy und ich sitze mit meinem Mitgründer Philipp. Gerade an der Raststätte. Wir haben unser Auto geladen. Hinter ist auf jeden Fall, hinter uns ist die Ladestation. Und wir waren gemeinsam in Wiesbaden und waren erfolgreich eigentlich. Haben nämlich unsere ersten Kunden akquiriert. Exakt. Und davor waren wir noch bei einem sehr großen Pflegeverband und haben da auch über ein gemeinsames Produkt nachgedacht, um die Verbände in der Energiewende voranzubringen. Wir hatten in der Woche noch ein Termin mit Janina und Andreas, wo wir unsere Jahresstrategie vorgestellt haben. Das ist dann auch die Frage, ja, wir wachsen mit den Aufträgen, aber wir müssen auch bei den Aufträgen aufpassen, weil es ja nicht unser Ziel ist, Engineer-Büro zu werden, auch wenn es das steht. Das ist, glaube ich, der große Struggle in diesem Jahr. Zwischen Produktentwicklung und Umsatzgenerierung über stinknormale Ingenieurdienstleistung. Das Ziel ist es dann, die ersten 100 Kunden dieses Jahr da auch drauf zu kriegen. Mhm. Schaffen wir es bis Sommer, den MVP fertig zu haben? Sollten wir. Es ist mittlerweile Sonntagabend nach 10 Uhr und ich habe noch nichts zu essen für morgen und für übermorgen. Wir sind jetzt fertig. Gar nicht so schlecht. Gute Nacht. Ich bin gerade mitten im Prenzlauer Berg. Es ist sehr ungemütlich. Es regnet, aber ich habe mich doch aus dem Haus getraut, weil ich gerade vom Coffee Shop komme und ich habe mein One-Page ausgedruckt. One-Page für die Co-Founder-Suche. Das ist meine größte Challenge momentan, die Experten für meine Idee zu finden. Also abgesehen davon, dass ich zu einer Vollzeit-Festanstellung mein Unternehmen gründen möchte, passieren auch viele Sachen momentan. Hallo, ich bin Oksana von OxyFit und ich möchte die menschliche Bewegungsenergie in Strom umwandeln. Ich bin gerade zu Hause auf meinem Sofa, ziemlich gemütlich, ziemlich platt nach einem langen Arbeitstag. Ich möchte aber trotzdem euch mitteilen, dass ich gerade eine coole Idee hatte, die ich sofort verwirklicht habe. Mir ist eingefallen, dass ich eigentlich einen Professor kenne aus Karlsruhe Institut für Technik. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt. Und dann dachte ich mir, warum nicht ihn fragen nach Experten, die er kennt, Studenten oder Doktoranden, mit denen er zusammenarbeitet. Und dann habe ich gleich eine Nachricht an ihn geschrieben. Fingers crossed! Mittlerweile ist es 23:42. Ich habe irgendwie den Abend damit verbracht, irgendwelche Technologien zu googeln, mich von Bildern inspirieren zu lassen. Es war eigentlich total spannend und jetzt ist es so schnell rumgegangen. Aber am Ende des Abends habe ich einen weiteren Kontakt gefunden in meiner Pipeline. Ich stehe gerade am Bahnhof, bin auf dem Weg ins Büro, aber ich habe gerade gesehen, dass der Professor, den ich gestern angeschrieben habe, von Karlsruhe Institut für Technik, mir heute Morgen geschrieben hat. Er forscht leider nicht mehr in dem Bereich,
aber er steht mir gerne für irgendwelche Fragen im Austausch zur Verfügung. Ich habe nächste Woche einige Gespräche geplant, mindestens zwei im Worst Case. In der Session, er selber arbeitet bei Hanse Ventures und wir brauchen einfach als Team die VC-Perspektive. Alles andere ist bei uns nicht so relevant, weil wir eben 1,5 Millionen Euro raisen müssen und da kommen wir mit dem Business Angel nicht so weit und deshalb ist die einzige Möglichkeit zurzeit einfach tatsächlich Venture Capital. Let's rock this!